Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Der Tag auf Ländle TV. Hier unsere Themen für Sie. Bewegungsimpuls an den Schulen. Wir blicken auf die aktuellsten Meldungen. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Einen Bewegungsimpuls an Schulen setzen, trotz Pandemie, mit einem Wettbewerb. Das ist das Ziel vom Schulsport mit der Rope Skipping Challenge. Mehrere tausend Schülerinnen und Schüler aus ganz Vorarlberg nehmen am Seilspringen teil. Notwendige Covid-Maßnahmen und Verordnungen schränken auch das Bewegungsangebot im Schulsport ein. Gewohnter Sportunterricht in Hallen fällt aus. Stattdessen gibt es Einheiten im Freien in kleinen Gruppen. Dem Schulsport Vorarlberg war es wichtig, weitere Bewegungsimpulse zu setzen. In den letzten Wochen wurde so die sogenannte Rope Skipping Challenge für Schülerinnen und Schüler ausgeschrieben, also gemeinsam um die Wette Seil springen. Die Idee war eigentlich, dass man eine Kleinigkeit den Schülern anbieten, dass sie motiviert werden, sofort, wenn die Schule beginnt, wieder auch sportlich etwas zu tun, sich in Bewegung zu setzen. Und der Erfolg gibt uns recht. Es braucht nicht viel dazu. Es braucht nur einen kleinen Input und dann sind die Schüler sofort begeistert, wenn es um einen kleinen Wettbewerb geht. Eine Challenge, die besser ankommt als erwartet. Knapp 40 Vorarlberger Schulen sind beteiligt mit rund 4000 angemeldeten Schülerinnen und Schülern. Auch die Mittelschule Eck war sofort dabei. Wir haben das gekriegt vom Schulsport Vorarlberg und haben eigentlich sofort gesagt, wir tun mit, weil Seilspringen oder Rope Skipping ist eigentlich im Sportunterricht gar nicht mehr so inkludiert, einfach eigentlich im Zirkeltraining. Und wir haben da gleich mitgemacht und haben auch für 4 Klassen haben wir gleich Sprungseile gekriegt, auf dem Asphalt gefordert worden sind, also voll cool. Und ja, die Schüler, wie man sieht, die sind da live dabei, die sind die größte Gaude, sie üben da daheim. Sie kommen am nächsten Tag und sagen, jetzt haben sie wieder 10 geschafft. Wir lehren dann natürlich auch mit und sie schauen, dass wir lehren, dass sie besser sind als die Lehrer eigentlich. Gezählt werden die Sprünge am Stück und eingereicht wird dann der Durchschnittswert der gesamten Klasse. Die mit den meisten Punkten gewinnt zum Beispiel ein gesundes gemeinsames Frühstück. Zwar geht es auch den Teams an der Mittelschule Eck nur ums Mitspringen, ein gewisser Kampfgeist kommt trotzdem auf. Und wenn man jetzt ein Ziel hat, irgendwelche Punkte zu erreichen, vielleicht auch jetzt gewinnen zu können, das macht einfach Spaß. Und da sind die Lehrer dabei und da sind die Schüler auch voll dabei. Ja, also die Besten an der Schule haben so ja, 140 und so. Und wir versuchen natürlich auch besser zu sein als die Lehrer. Und es ist schon cool, es ist eigentlich eine Klassenwertung. Da probieren auch die schwachen Schüler, die vielleicht plus 20 herbringen, genau, einfach, dass sie mehr bringen. Und sie sehen da wirklich, es gibt ein paar Schüler, die schauen, auch, dass sie einfach besser werden. Da haben wir geübt und uns auch schon Videos geschickt haben und wirklich gesagt, dass sie auch besser sind. Und ja, und wir Lehrer haben auch eine Gaude, weil wir betteln uns selber auch. Es kommt einfach wieder an und sagt, ich habe mehr geschafft als du. Also das ist schon, für uns ist das auch eine Gaude. Ja, es ist, man kann halt an der Luft sein und es ist Sport und es macht Spaß, da zusammen zu jucken. Das Wichtigste ist sicher dabei zu sein, aber das Gewinnen, das ist das i-Tüpfchen auf dem Ganzen. Gemeinsam springen, nicht nur um die Klasse mit den meisten Punkten zu sein. Die Challenge soll auch ein Zeichen setzen, wie es mit Bewegungsangeboten an Schulen weitergehen muss. Sport und Bewegung sind keine Option, Sport und Bewegung sind ein Muss, gerade für Kinder. Und in diesen Zeiten müssen wir schauen, dass wir die Kinder zur Bewegung motivieren. Und das beginnt natürlich jetzt in der Schule. Wir hoffen auf eine zeitnahe Öffnung des Sports und des Vereinssports als solches. Wir sind da sehr zuversichtlich, dass das in den nächsten Wochen gelingt und wieder passieren kann. Der Schulsport plant außerdem weitere Bewerbe wie eine Ball-Challenge oder Laufimpulse. Auch in den kommenden Monaten soll so wieder vermehrt gemeinsam Sport stattfinden können. Wir schauen nun zu den tagesaktuellen Meldungen. Der SCR Altach trennte sich am Mittwoch offiziell von Cheftrainer Alex Pastor. Ja, die Gründe sind vielschichtig. Wir sind im Profifußball unterwegs und es reicht im Endeffekt nach 18 Spieltagen der Blick auf die Tabelle. Wir sind Tabellenletzter mit 12 Punkten. Ja, so sehr wir den Alex auch geschützt haben und hinter ihm standen und uns gewünscht haben, die Zusammenarbeit fortzuführen, muss man dann aber auch irgendwann sagen, es geht um den Verein, es geht um die Zukunft. Das ist das Allerwichtigste, der interessiert keinen
Sportdirektor, der interessiert kein Trainer. Es geht um das Wesentliche, um den Inhalt, eben den SC Altach nächste Saison wieder in der Bundesliga zu sehen, in der ersten. Und von daher haben wir uns zu diesem Schritt eben entschieden. Das war jetzt eine bewusste Entscheidung natürlich, aber auch eine, die wir uns sehr lange auch überlegt haben. Und das war jetzt kein Schnellschuss, aber klar, Reißleine hat man im Endeffekt dann ziehen müssen. Und ich denke, das war für den Verein, für die Zukunft die richtige Entscheidung. Nun soll Clublegende Damir Kanadi die Mannschaft vor dem Abstieg in die zweite Liga retten. Von Jänner 2013 bis November 2016 war er bereits Trainer beim SCR Altach. Und das als der erfolgreichste in der Clubgeschichte. Vom konditionellen Bereich, denke ich, ist die Mannschaft auch in Ordnung. Jetzt heißt es, sie mental aufzurichten und dann versuchen, eben über Training, über die Spiele am Wochenende dann auch dieses nötige Selbstvertrauen zu bekommen, das wir dann brauchen. Das wird für uns die Herausforderung sein. Man weiß, unter der Saison, wenn man kommt, ist es immer schwierig, etwas Neues zu übernehmen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, für mich auch eine tolle Herausforderung. Die Gastronomie hofft auf Lockerungen der bestehenden Corona-Auflagen. Am besten schon ab 15. März. Man sei bereit, mit Maßnahmen wie Mitarbeitertestungen oder Gästekontrollen den Gastrobetrieb wieder hochzufahren, so auch Stefan Köb, der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft. Am kommenden Montag will die österreichische Bundesregierung über weitere Schritte entscheiden. Expertinnen und Experten würden vor voreiligen Lockerungen warnen. Das steigende Infektionsgeschehen gelte es mit Vorsicht zu beobachten. Für Gesundheitsminister Anschober sind Verschärfungen dann umgänglich, wenn sich kein starker Zuwachs in kommenden Wochen zeigen würde. Für ihn sei es denkbar, dass es in ein paar Bereichen mittelfristige Lockerungen und gleichzeitig verschärfte Maßnahmen in bestimmten Schutzbereichen gibt. Und Jürgen Gruber aus Nenzing wird immer noch vermisst. Der 36-Jährige verschwand im Januar spurlos, seine Familie sucht verzweifelt. Der Vermisste habe sich vor seinem Verschwinden wahrscheinlich sowohl Bart als auch Haare kahl rasiert. Überbleibsel in seiner Wohnung weisen auf eine Flucht hin, vor was können sich aber auch Jürgens Angehörige nicht erklären. Hinweise jeder Art können entweder der Polizei oder dem Verein Österreich findet euch gemeldet werden. Das war der Tag von Ländle TV. Gleich bringt uns Kachelmann die Wetterprognose. Danke fürs Zusehen. Bis morgen wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Schon gewusst, dass die Fastenzeit 2021 von 17. Februar bis 3. April dauert? Schon gewusst, dass an den Sonntagen während dieser Zeit nicht gefastet wird? Schon gewusst, dass laut katholischer Fastenordnung von 1986 alle Katholiken vom vollendeten 21. bis zum begonnenen 60. Lebensjahr zum Fasten verpflichtet sind? Und schon gewusst, dass das Ende der Fastenzeit, der Ostersonntag, auf den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond fällt? Das sonnige Frühlingswetter setzt sich weiter fort. Der Donnerstag startet im Ländle mit klarem Himmel und Temperaturen von 0 bis 4 Grad. In leicht erhöhten Lagen ist es bereits deutlich milder. Es gibt Sonnenschein von früh bis spät, oft wolkenlosen Himmel und es ist nur eine leichte Staubtrübung durch den Saharasand in höheren Luftschichten da. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf ausgesprochen milde 14 bis 17, im Bregenzer Wald und Montafon sogar knapp 20 Grad. Auch am Freitag setzt sich das sonnige Wetter fort. Eine Kaltfront von Norden her zerfällt, bevor sie das Ländle erreicht. So gibt es Sonnenschein, nur dünne Wolkenfelder und Temperaturen um 15 Grad. Am Samstagmorgen und Vormittag tauchen dann lediglich in den nördlichen Landesteilen vorübergehend ein paar dichtere Wolken auf. Dann wird es allerdings tagsüber schon wieder verbreitet, im Land sonnig. Am Sonntag erst einige zähe Nebelfelder, dann tagsüber erneut viel Sonnenschein. Die Temperaturen gehen leicht zurück, auf rund 12 Grad und es ist für Ende Februar weiterhin viel zu mild.